Ja, also Kinder- und Jugendorthopädie ist ein spannendes Thema, weil wir uns ja vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen sozusagen mit dem Menschen in der Wachstumsphase beschäftigen. Ich werde einen kleinen Ausblick geben, was in welcher Lebensphase entscheidend ist. Krankheitsbilder, die wir frühzeitig erkennen müssen, Krankheitsbilder, die wir frühzeitig behandeln müssen und vor allem auch eine Vorausschau, wie sich diese Veränderungen auf das Erwachsenenleben auswirken. Ich hoffe, dass ich damit einiges zum Thema Prävention beitragen kann, weil das, was wir in der Kinder- und Jugendorthopädie betreiben, ist, glaube ich, die Essenz in der orthopädischen Prävention.